Hallo liebe Mobberfreunde, zu dem Update von der Anlage kommt auch noch ein kleines Unboxing-Video. Ich habe mir eine Kleinigkeit bestellt und die packen wir jetzt mal zusammen aus. Ganz viel Verpackungsmaterial. Eine kleine Dreingabe. Für den Bestellwert. Warnübergang klein. Die Kurzkupplung. Und den Kato Glacier Express. Inklusive Erweiterungspackung. Den gleise ich dann auf und dann sehen wir uns wieder. Hallo, liebe Modelleisenbahnfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und unserer Anlage. Heute gibt es ein kleines Update und Übersicht, was sich bis jetzt getan hat. Ja, jetzt gehen wir mal rüber zu der ersten Wendelverkleidung, auch hier auf der linken Seite. Die ist soweit verkleidet und begrünt. Hier vorne muss ich noch ein bisschen verkleiden, aber das machen wir erst, wenn wir hinten soweit sind, dass wir hinten den Berg zu haben, komplett. Und hier soweit ausgestaltet haben. Das heißt, der Schluss, der Rest hier unten wird dann ganz zum Schluss fertig gemacht. Ja, das hier oben ist auch modular, man kann hier das abnehmen. Genauso wie hier vorne. Das ist nur eine Klappe, damit man auch von innen an den Wendel kommt. Jetzt gehen wir mal rüber zum Bahnhof. Hier im Bahnhof steht nur ein Neuzugang. Das ist der Glacier Express mit Erweiterung. Im Anschluss an das Update gibt es ein kleines Wartevideo vom Glacier Express. Hier gehen wir hier rüber. Hier wird das BMW für die Dieselloks und E-Loks hinkommen. Eine Wartungsgruppe liegt da schon. Und da gibt es auch noch eine Erweiterung zu dem Lokschuppen, der da steht. Und eine Arbeitsbühne und ein Diesel- bzw. Öltanklager mit Dieseltankstelle. Das ist jetzt hier das Weichenvorfeld zum Schattenbahnhof, der hier unter diese Ebene geplant ist. Mit dieser Kehrschleife, die sich hier um das Dampflok-BW windet und hier zurück zu den Gleisen, die nach oben und nach unten gehen, kann man Züge wenden lassen. Züge können jetzt von oben kommen, da wo jetzt der LKW-Weiterzug steht, hier oben kommen, runterfahren. Hier dann über das Gleisvorfeld nach unten in den Schattenbahnhof, unten dann im Schattenbahnhof durch das Durchfahrtsgleis drehen, dann wieder hochkommen, hier langfahren über die Brücke und dann hier vorne wieder zurück auf das Gleis, dann nach unten, um dann auf der alten Strecke weiterzufahren und um dann hier vorne wieder rauszukommen. Kleine Streckenerweiterung, wo man ein bisschen mehr mitspielen kann. Ja, hier vorne soll noch ein kleiner Hafen hinkommen, wo jetzt das ganze Werkzeug liegt. Eine kleine Verladestation hier. Ja, und hier ist das Dampflok BW mit dem Stellwerk Buchen-Dallhausen, welches ich total niedlich finde. Wasserturm, den beiden Lokschuppen, der Drehweiche, dem Bockkran, der Bekohlungsanlage und dem Kesselhaus, welches wir umfunktioniert haben, zum Heizhaus. Ja, hier fehlen noch zwei, drei Gebäude, dann wäre das BW auch komplett. Gehen wir ein Stückchen weiter. Hier sind die beiden Durchfahrtsgleise. Jetzt haben wir noch hier ein Abstellgleis bzw. Überholgleis. Oder beziehungsweise Wartegleis, genauer gesagt, hinzugefügt, dass der schnellere Zug dann an dem Güterzug vorbeifahren kann und der dann halt hier so lange wartet. Mal ein kleiner Rundgang über das BW. Das Gleisvorfeld.
vom Schattenbahnhof. Zu dem Fahrvideo des Glacier Express. So, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Zum Abschluss gibt es nur einen Schwenk über die komplette Anlage. Fange ich vorne im kleinen Dorf an. Gehen wir über den linken Wendel der kleinen Stadt in Anführungsstrichen und dem Viadukt zum rechten Wendel. Und den zukünftigen BWs, dem kleinen See bzw. Kanal, der langen Abfahrt in den Schattenbahnhof, der sich halt unterhalb der bzw. unterhalb des Viadukts und der Stadt befindet. So, nur eine kleine Gesamtübersicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem MOBA und unserem Hobby. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!